Hey, Sorte Leon hier. Mit dem neuesten Patch hat Escape vom Tarkov offiziell die Unterstützung für DLSS bekommen und ich werde euch in diesem Video erklären, wie DLSS funktioniert, warum es gerade in Verbindung mit hohen Auflösungen wie 2 oder 4K einen gewaltigen Leistungszuwachs verspricht und warum das trotzdem nicht in jedem Fall zu höheren Bildraten führt. Ein Intro gibt es bei mir nicht, also lass uns direkt darüber sprechen, was DLSS ist, warum es diese großen Leistungssprünge versprechen kann und was ihr in Sachen Bildqualität von DLSS in Escape from Tarkov erwarten könnt. DLSS bedeutet Deep Learning Supersampling und ist eine Technologie, welche Nvidia mit der RTX Grafikkartengeneration eingeführt hat. Supersampling ist euch sicherlich bereits ein Begriff, denn das kennen wir seit vielen Jahren als qualitativ sehr gute, aber eben auch extrem performancehungrige Methode zur Kantenglättung von Computergrafik, dem sogenannten Anti-Aliasing. Beim klassischen Supersampling wird das Bild zunächst in größerer Auflösung berechnet und anschließend für die Darstellung auf dem Monitor wieder verkleinert. Durch diese Verkleinerung, das Downscaling, werden hässliche Pixeltreppen spürbar geglättet und Kantenflimmern beruhigt. Für eine wirklich gute Bildqualität ist allerdings mindestens die doppelte Auflösung und damit wiederum ordentlich Grafikpower erforderlich. Sinnvoll einsetzen lässt sich Supersampling daher meist nur bei älteren Spielen, bei denen aktuelle Grafikkarten einfach genügend Leistungsreserven haben, um dennoch stabile 60 FPS zu liefern. DLSS klingt nun vom Namen her sehr ähnlich. Letztlich steht da ja nur ein Deep Learning vor dem Begriff Supersampling und trotzdem ist die Funktionsweise von DLSS im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade erläutert habe. DLSS wurde entwickelt, weil Computergrafik immer anspruchsvoller wird und zugleich Spiele in extrem hohen Auflösungen wie 2 oder 4K mit hohen Bildraten spielbar sein sollen, was enorme Grafikpower erfordert. DLSS reduziert diesen Leistungshunger spürbar, indem die Grafikkarte das Bild in einer deutlich kleineren Auflösung berechnet und es anschließend für die Darstellung auf dem Monitor hochskaliert, also vergrößert. Und weil das zu berechnende Bild in Höhe und Breite reduziert wird, ist der Leistungsgewinn so deutlich. Mit dem kleineren Bild einher geht allerdings ein eigentlich unvermeidlicher Verlust an Grafikdetails und genau an diesem Punkt setzt das Deep Learning ein. Über Deep Learning trainiert Nvidia in seinen Rechenzentren seinen intelligenten Upscaling-Algorithmus, um diese feinen Bilddetails bestmöglich zu rekonstruieren. Ein besonderes Detail dabei, die Trainingsdaten, die Nvidia hierfür verwendet, können mit bis zu 16K extrem hochauflösend sein, weshalb wiederum das Upscaling-Ergebnis situationsabhängig sogar qualitativ besser aussehen kann als ein nativ höher gerendertes Bild. Die Ergebnisse dieses Trainings landen anschließend im Grafikkartentreiber, weshalb sich die Darstellungsqualität von DLSS bei unterstützten Spielen über die Zeit sogar noch verbessert. Das eigentliche Upscaling, also das Anwenden des Gelernten, kostet zwar auch etwas Zeit, aber es ist dennoch deutlich schneller, als das Bild in voller Auflösung zu berechnen. Damit aus diesem Performance-Gewinn aber wirklich höhere FPS-Werte werden, also die Grafikkarte mehr Bilder pro Sekunde ausgeben kann, muss hier auch die CPU mitspielen. Mit DirectX 10 und 11 ist der Aufwand der CPU beträchtlich, um die Grafikkarte mit Daten zu versorgen. Schafft die CPU das nicht schnell genug, weil sie eben neben der Grafik sich auch noch um Netzwerkanfragen oder der Simulation beispielsweise von NPCs kümmern muss, dann limitiert die CPU praktisch, wie viele Bilder die Grafikkarte darstellen kann. In diesem Fall ergeben sich aber dennoch positive Effekte, denn die Grafikkarte ist ja trotzdem schneller mit ihrer Arbeit fertig. Das spart in jedem Fall Strom, es reduziert die Wärmeentwicklung der GPU. Und auch das ist kein so übles Ergebnis, denn schließlich ist nicht jede Grafikkarte bei Volllastflüster leise. So, und jetzt, wo wir wissen, wie DLSS grundsätzlich funktioniert, schauen wir uns an, wie es sich in Escape vom Tarkov schlägt und was ihr hier in Sachen Bildqualität erwarten könnt. So, wir schauen als erstes auf den Offline-Modus von Escape vom Tarkov, weil, wie ich es vorhin erklärt habe, im Offline-Modus die CPU relativ gut entlastet ist. Es gibt keine anderen Spieler, es gibt keine Netzwerkprobleme, es gibt auch keine Scavs zu berechnen. Das heißt, die CPU braucht sich nur darum kümmern, die Grafikkarte mit Daten zu versorgen und in dem Modus haben wir als erstes die Chance, die Grafik
Grafikkarte auch an ihr Limit zu bringen. So, dazu schauen wir uns zu Beginn die Grafikkarteneinstellung an, mit denen ich das Spiel spiele. Hier sei dazu gesagt, ich habe einen aktuellen Rechner mit einem i7-12700K und einer RTX 3080 Ti. Die genauen Komponenten meines Rechners schreibe ich euch in die Videonotizen, sodass ihr das im Detail nachlesen könnt. Ich gehe davon aus, viele von euch haben nicht so einen aktuellen leistungsfähigen Rechner. Demzufolge werden eure Grafikeinstellungen, wenn man sie hier vergleicht, bei dem einen oder anderen Wert deutlich niedriger liegen. Das ist aber nicht so schlimm. Es geht ja wirklich nur darum, dass wir sehen, mit dem System, mit dem ich hier arbeite, welche Effekte lassen sich mit DLSS erzielen und welche eben nicht. So, und wir gehen mal ganz schnell durch. Texturqualität steht auf High, Schatten auf Ultra. Das sind zwei Sachen, die in der Regel funktionieren und relativ wenig Performance fressen. Die nächsten zwei Werte sind auch an die Standard bei vielen Leuten. Object LOD Qualität bei 3 und die allgemeine Sichtweite ist auf 1000 Meter begrenzt, einfach weil die Karten in Tarkov in der Regel gar nicht weiter mehr zulassen, als dass man mehr weiter als 1000 Meter sehen kann. So, Anti-Aliasing, TAA steht auf High, das Resampling ist ausgeschalten, genauso wie eben NVIDIA DLSS bei mir bisher ausgeschalten war, gab es ja bis jetzt noch nicht. So, dann haben wir Ambient Occlusion, das ist die automatische Verschattung von Ecken, die relativ viel Performance frisst, steht aber bei mir auf High, weil es die Grafikkarte eben zulässt bei mir. Genauso sind es die Screen Space Reflections, auch die stehen auf High. Wenn eure Grafikkarte nicht so leistungsfähig ist, könnt ihr hier jederzeit nach unten gehen. Macht ein bisschen was an der Optik des Spiels, aber letzten Endes geht es darum, Performance zu ziehen. So, Anisotrope Filterung ist an, Reflex ist an und zusätzlich habe ich hier unten einfach, weil ich das gerne mag in dem Spiel, High Quality Colors angeschalten, Z-Blur ist aktiviert und die Grasschatten. Das sind meine Grafikeinstellungen. Jetzt gehen wir in den Offline-Mode und schauen uns an, mit welcher Performance ich aktuell rechnen kann ohne DLSS. So, wir sind jetzt also in einem Offline-Raid auf Customs. Rechts oben seht ihr die Auswertung von NVIDIA Experience, links nochmal zum Vergleich den Task Manager mit der GPU-Auslastung und wir sehen hier 165, 168 FPS bei voller GPU-Nutzung. Das heißt, hier ist Luft nach oben. Wir können noch ein bisschen Grafikqualität draufpacken, weil die CPU im Moment nicht limitiert und das mache ich auch jetzt gleich. Ich gehe zurück in die Einstellung und jetzt schrauben wir hier nach oben, was geht. LOD-Qualität nach oben, Visibility auf Anschlag, Ambient Occlusion auf Colored Very High und die Screen Space Reflections auf Ultra. Und da werden wir mal sehen, wir landen so bei 110, 112 Frames per Second. Ohne DLSS ist das Maximale, was wir aus Tarkov rausholen können mit meiner 3080 Ti. GPU-Nutzung bei 100% und jetzt schalten wir DLSS an und schauen, was das an zusätzlichen FPS bringt. Wir beginnen mit der Einstellung Qualität. Und das bringt uns zurück auf 164, 165 FPS. Und das können wir jetzt einfach weiterschreiben. Balance, der zweite Wert. Dort gehen die Frames per Second auf etwa 180 nach oben. Und bei der Einstellung Performance geht es sogar auf den Wert von knapp 200, 195, 197 pendelt sich das ein. Und ihr seht hier unten schon, das ist ein Boost von bis zu 71% mehr FPS durch die verschiedenen Stufen von DLSS. Über die Grafikqualität schauen wir später nochmal. Jetzt ist die Frage, was ist das alles wert? Denn in einem Online-Raid hat die CPU, das habe ich am Anfang erklärt, viel, viel mehr zu tun. Und um das zu simulieren, ich will nicht in den echten Raid gehen, ich will nicht abgeschossen werden von anderen Spielern, gehe ich nochmal in den Offline-Raid und schalte jetzt aber die Scavs in hoher Menge dazu, um eine entsprechende CPU-Belastung zu provozieren. So, wir stellen uns hier wieder hin. Ich setze die Grafikeinstellung wieder zurück auf meine Standardwerte, die ich kenne, mit denen ich normalerweise spiele, um einen Vergleich zu haben zum Offline-Raid vorhin ohne Scavs. Und siehe da, die GPU-Belastung ist nur noch bei knapp 60%. Wir haben gerade mal noch FPS von etwa 100, nicht mehr die 160 wie vorhin im Offline-Raid ohne Scavs. Das heißt, wir sind jetzt schon deutlich in einer CPU-Limitierung. So, für die weiteren Tests kann ich jetzt aber erstmal
die Grafikqualität weiter nach oben schrauben. Das mache ich hier und dann guck mal an, wo wir dabei rauskommen. Ich vermute, da kommt kein einziger Frame mehr raus und so ist es auch. Ich würde aber hier vermuten, dass die 3080 Ti ist einfach hier viel zu stark. Alles unter einer 2080 Ti sollte auch hier im Online-Rate weiterhin von DLSS profitieren in Form von mehr Frames per Second. So, hier allerdings, ihr seht es, wir sind knapp unter 90% bei der Auslastung und wenn wir jetzt DLSS noch zuschalten, kann da eigentlich nicht viel passieren. Ihr seht es, die Frames bleiben alle in etwa gleich, wir haben so 5% mehr, das geht aber fast im Rauschen unter. Aber wenn wir jetzt weiterschauen, die GPU-Belastung geht deutlich zurück bei von Quality zu Balanced, jetzt auch zu dem Performance-Mode. Achtet vor allen Dingen aber auf die Wattzahlen. Denn mit der fallenden Auslastung der Grafikkarte, mit der geringeren Leistung, sinken die Wattzahlen deutlich. Wir sind hier bei 250 Watt am Ende noch. Das sind wirklich knapp 30% weniger Leistung. Das heißt, eure Grafikkarte wird nicht mehr so warm. Sie kann leiser laufen, die Lüfter können leiser laufen. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die ihr gewinnt, wenn ihr DLSS einschaltet. So, und jetzt schauen wir uns noch die Bildqualität an. Ich habe dafür zwei Szenen vorbereitet. Die erste hier auf Customs in einer Halle, wo wir sehr gut vergleichen können. Wir haben einerseits den Fußboden mit seiner Textur. Wir haben den Maschendraht im Hintergrund. Wir haben oben die Dachkonstruktion mit dem seichten Farbverlauf wegen des Lichtes. Schaut euch diese Sachen an und versucht sie in den verschiedenen Auflösungsstufen miteinander zu vergleichen. Ihr seht jetzt auch hier die unterschiedlichen Basisauflösungen, die habe ich euch dazu geschrieben für die verschiedenen Qualitätseinstufen. Das ist jeweils die Basisauflösung, auf der DLSS das Bild rendert und anschließend hochskaliert. Und das gibt einen sehr guten Eindruck und ihr merkt auch, das ist eben kein eindeutiges Ergebnis. Der Fußboden bleibt fast immer perfekt, der wird sogar detailreicher, ein bisschen schärfer, alles besser zu erkennen, während gerade oben im Dachbereich auf Balance und vor allen Dingen Performance dann die Farbverläufe nicht mehr so deutlich und sauber abgebildet werden. Das ist eine Qualitätsreduktion, aber keine, die wirklich dramatisch ist und die stört. Auf der anderen Seite ist das natürlich etwas, was jeder individuell für sich entscheiden wird, ob es ihm gefällt oder nicht. Eine wichtige Sache, auf die will ich aber trotzdem noch hinweisen, ist die Verwendung von Painkillern Escape from Tarkov und die damit verbundene Scharfzeichnung. Und die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Ich ziehe hier einen Painkiller und dann sehen wir jetzt schon eine deutliche Scharfzeichnung im Original. Und jetzt schauen wir uns auch gleich nochmal wieder die Vergleichsbilder an. Und da jetzt DLSS die Basisauflösung ja deutlich reduziert hat und das dann schon vom Spiel scharf gezeichnete Bild wieder vergrößert, wird dieser Scharfzeichnungseffekt natürlich nochmal deutlicher. Und das sieht dann wirklich, oder es beginnt unschön auszusehen. Das ist aber etwas, was man jetzt nicht unbedingt DLSS anlasten kann, aber es ist auf alle Fälle was, womit man in Tarkov rechnen muss, wenn man DLSS gerade in Balance oder in Performance aktiv hat. Ihr seht es hier, richtig schön sieht das natürlich nicht mehr aus. Hier kann man eigentlich nur hoffen, dass Battle States uns irgendwann mal davon befreit und vielleicht sich hier einen anderen Effekt noch überlegt für die Painkiller, weil es ja auch so spielerisch da das, der ein oder anderen Kritikpunkt davon gibt. So, jetzt haben wir hier nochmal eine zweite Szene auf Lighthouse und hier ist sicherlich gut erkennbar der Effekt, wenn ihr euch den Lampenmast und auch den Container rechts anseht. Da sieht man wirklich, dass mit den unteren Qualitätsstufen, die leistungsfähiger, also Balance und Performance, die etwas mehr Leistung bringen sollen, dann deutlich das Bild unruhiger wird. Aber auch hier in Bewegung ist das alles nicht so deutlich, als wenn man hier die direkten Vergleichsbilder von unkomprimiert zu dem DLSS vorliegen hat. Und das muss man natürlich auch irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Was ihr also letztlich von DLSS erwarten könnt, hängt ganz individuell von eurem System, eurer Kombination aus CPU und Grafikkarte und euren Grafikeinstellungen ab. Wann immer eure Grafikkarte Volllast läuft, also stabil oberhalb von 95% Auslastung, kann DLSS einen deutlichen FPS-Schub bewirken. Limitiert hingegen die CPU, wie in meinem System,
dann ist im Qualitätsmodus von DLSS immer noch eine spürbare Entlastung der Grafikkarte drin, ohne dass er wirklich sichtbar Änderungen erkennt. Erkauft wird dieser Leistungsschub eben wirklich durch einen gewissen Verlust an Bildschärfe, der jedoch von Spiel zu Spiel und Szene zu Szene unterschiedlich stark ausfällt. Bei den Modis Qualität und Balanced ist das zumeist kaum nennenswert. Inwieweit das für euch akzeptabel ist, müsst ihr selbst entscheiden. Und übrigens, sowohl der kurze Raid zu Beginn des Videos, als auch dieser Lighthouse-Run hier, den ihr gerade seht, den habe ich im Performance-Modus aufgenommen. Die Frage könnt ihr euch selber stellen, ob euch das aufgefallen wäre, wenn ich hier nichts gesagt hätte. Wenn ich mit diesem Video einige Mythen und Missverständnisse rund um DLSS habe ausräumen können, dann würde ich mich freuen über ein Abo, einen Kommentar und einen Daumen hoch unter dem Video, denn das hilft mir wirklich weiter. Ich weiß, das klingt abgedroschen, aber es ist eben wichtig für die Sichtbarkeit meiner Videos und des Kanals. Und ja, dafür bin ich euch in jedem Fall dankbar. Sagt mir, was ihr von DLSS haltet, wie es auch mit euren Systemen funktioniert, weil einfach die meisten von uns, ich genauso, haben eben nur unseren eigenen Rechner und können deswegen nicht sagen, wie es auf anderen Systemen vergleichbar ist. Jeder wird hier seine eigenen Erfahrungen machen und das ist sicherlich für alle interessant, wie es bei anderen entsprechend funktioniert, eben oder auch nicht. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ich streame wochentags ab 20 Uhr auf Twitch. Nicht immer Escape from Tarkov, sondern gelegentlich auch andere Spieler aus dem Shooter und Survival Jungle. Kommt vorbei, habt eine schöne Zeit im Chat, sagt Hallo. Ansonsten, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Und damit sage ich Tschüss und Bye-bye.